Alter, immer muss ich dich suchen, wo bist du? Das für ein fettes Teil. Meine Güte. Ha? Guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen wieder mal bei Christen und der Automobil in der schönen Schweiz. Ja, ein schöner Tag, um Leistung zu machen. Hier im Hintergrund seht ihr, um was es geht. Ford Focus RS MK3. Na, heißt Ford Focus RS MK3, ja. Maschine. Genau, sonst bekomme ich wieder hier auf den Sack. Die Leistungswerte, die wir erreichen, verrate ich euch noch nicht. Ich muss auch sagen, ich muss sie schnell nachschauen. Was eine Überraschung. Leistung, allerdings weiß ich, von 350 PS gehen wir auf 385. Also das ist das Ziel, was uns unser Partner MagChip angibt. Wir werden aber sehen, was passiert. Ich bin aber auch nicht ganz enttäuscht, wenn jetzt bei der Messung danach die 385 noch nicht ganz erreicht werden, weil es braucht doch immer eine Adaptionsfahrt. Und die dauert meistens, nach unserer Erfahrung, zwischen 100 und 200 Kilometer. Das habe ich euch aber schon ein paar Mal erklärt. Wir haben das mittlerweile auch schon ein paar Mal messen können, die Differenzen, die da noch entstehen. Und das sind doch einiges an Leistung. Gut, ich bin jetzt dabei, hier unser Insorik-Messsystem anzubringen. Insorik-Messsystem, was das heißt, könnt ihr nachschauen in diesem Film hier oben. Hier wird eine Infokarte eingeblendet und dann werdet ihr auf den Film umgeleitet. Insorik heißt, wir machen eine Leistungsmessung auf der Straße, jetzt im Moment noch im Originalzustand. Dann kommen wir zurück, machen die Leistung und gehen wieder messen. Also, ich würde sagen, ich mache es jetzt dran, ihr steigt ein und dann gehen wir fahren. So, wir sitzen im Auto, Fahrzeug wurde jetzt warm gefahren, ich hoffe von der Sonne her geht's. Noch, ja. Jetzt schauen wir mal, wir müssen jetzt hier mal kurz... Ich erzähle noch, Herr Gattling, wegen den Werten noch was. Jetzt muss ich mal konzentriert sein. Theoretisch dürfte ja kein Verkehr sein. Nein, eigentlich nicht so. Gut, also ich bin im dritten Vollgas. Das waren das 6,8 sowas. Ne? Ich hätte ja für dich mitgeguckt, konnte ich vorhin halt von hier dahin sehen. Ja, das war jetzt noch schwierig, weil die Unterteilung von der Drehzahl ist. So, jetzt bremse ich mal runter. Gut, haben wir gerade noch eine. Kommt niemand. Super. Also Corona hat auch seine Vorteile. Ist so, oder? Leck mein Mumpfelder. Ja, 6,6, 6,7, sowas. Schönes Fahrwerk. Fahrwerk ist super. Ja, muss ich sagen, das, ja, dem Fahrzeug durften wir ein KW V3, nee. Ich glaube, bei dem haben wir sogar so ein DDC, oder wie das heißt, verbaut. Oder durften wir? Also guck ich mal nachher nochmal nach. Frei. Ja, ist jetzt heute erstaunlich. Also normalerweise bekommen wir das gar nicht hin. Weißt du, was wir noch vergessen haben? Die Box für 80, 120. Seitenmessung. Ja. Ja, die Box für 80, 120 haben wir jetzt vor allem vergessen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Tut uns jetzt auch leid, aber ja, ist halt so. Ist halt jetzt erstmal so. Man muss sich ja ein bisschen viel beschäftigen jetzt. Ja, im Moment haben wir ein bisschen viel im Kopf. So. Also jetzt haben wir drei saubere Messungen hinbekommen. Ja, zu den Werten wollte ich euch noch was erzählen, ganz kurz. Wie geht's vom Licht her? Das ist Katastrophe, oder? Schau, dass du es ein bisschen dunkler machst, weil wir sind einfach immer ein bisschen zu hell. Geht's? Ja, also ich erzähle mal weiter. Also, Fahrzeug original hat 350 PS und 440 Newtonmeter. Sollte es so haben, auf dem Papier zumindest. Und das Ziel ist 385 Newtonmeter, 385 PS, Entschuldigung,
und 500 Newtonmeter. Ja, wir werden jetzt schauen, ob wir das erreichen. Also wir fahren jetzt mal zurück in den Betrieb, werden die Softwaregeschichte erledigen und dann werden wir, so Gott will, die Messung danach machen. Ja, Fahrzeug fährt sich super, muss ich sagen. Bin eigentlich besonders vom Fahrwerk extrem begeistert, aber es ist auch ein KW. Man merkt jetzt bei dem hier wirklich auch die Spreizungen von normal auf Sport und auf Racing. Das muss ich wirklich nochmal erwähnen, weil das ist jetzt nicht bei allen Fahrzeugmodellen und Herstellern so. Also ich kann das ganz klar sagen, bei VW ist es nicht so. Aber mindestens nicht diese wirklich breiten Steps. Und das so, muss ich sagen, so macht es auch Spaß. Gut, also bis gleich im Betrieb. Ja, hallo zurück miteinander. Ja, jetzt haben wir die Leistung, die Software aufgespielt. Wie ihr wisst, machen wir die Fahrzeuge hier, also alles, was Sofortgeschichten ist und solche Sachen mit unserem Partner McChip, beziehungsweise Partner, wir sind ja der Stützpunkt Schweiz, solltet ihr ja mitbekommen haben. Ja, ist eigentlich schnell gegangen, muss ich sagen. Meine Güte, also Sprachstörung oder was? Ja, keine Ahnung. Also, Fahrzeug hat sich sehr schnell geschrieben. Schnell geschrieben, ja, ist ein bisschen viel heute, müsst entschuldigen. So, jetzt gehen wir miteinander auf die Straße, machen die zweite Messung, wie ich schon gesagt habe. Beziehungsweise, ich habe einen Fehler gesagt. Da werde ich jetzt wieder sehr wahrscheinlich bestraft dafür. Doch, das ist kein MK3, sondern MK4. Oh. Ja. Gut, in der Ecke. Ja. Ab in der Ecke. Also, nee, also Sprechheit. Oh, ja, 3, 2, 1 darf es wiederkommen. Gut. Tut mir also, liebe Leute, tut mir leid. War wirklich mein Fehler. Schwierig. Gut. Wir gehen jetzt auf die Straße nochmal messen. Ja, da kommt ihr natürlich mit und dann schauen wir uns ganz kurz die Werte nachher schlussendlich an. Was wollte ich noch sagen? Nein, nichts, oder? Was? Gut. Eine Leistung ist drauf, jetzt wird gemessen und dann wird nachher mal gekickt, wie die rauskam. Genau. Weil das interessiert uns, verstehst du? Genau, gut, dann bis gleich. Sind wir auf Sendung? Ja, Mann. Sendung mit der Maus. Ja, du bist wirklich keine Maus. Nee, was denn? Was haben wir denn so viel Deutsche hier und alles Mögliche hinter uns? Schick die zurück! Zurück! Sagst du denn, er muss zurückfahren? Hab alle, bitte, jeder geht in sein Land, was zu ihm gehört. Ich hab Glück. Werd nicht abgeschoben. Schauen wir mal, was da rein. Kommt, überholt mich doch. Ach, traut sich doch der Deutsche nicht. Ich bin schnell weg, ich bin in der Schweiz, ganz teuer. Ehrlich? Teuer. Teuer. Sowieso. Nee, aber es scheiß mir ja selber an. Aber komm jetzt. Ja, überholt. Die fahren, weißt du, die Leute fahren so nah rauf, ich weiß nicht. Es gibt doch ein Gesetz, dass jemand anhalten muss nach Sichtweite, oder? Fragst du ja hoffentlich jetzt nicht mich, oder? Ich hab meine eigene Straßenverhältnisse. So, kommt jetzt, fahrt, überholt uns. Was macht er denn? Der fährt genauso lahmarschig wie du. Ja, ein Anhänger dran. Ja? Tja. Der wird dich sicher nicht überholen. Schön mit dir. Ja, Leistungsmessung können wir so vergessen. Das ist irgendwie... Jetzt kommt er. Hinten kommt der nächste schon. Jetzt, wenn der schnell reinschert, kann ich los. Okay. Drehzahl ist höher. Drehzahl ist höher. Man merkt das. Ja, Drehzahl ist auf 7,1 anstatt 6,6. Aber hat schon einiges mehr Bums, du. Hat schon einiges mehr Bums. Ja. Immer auf, noch mal auf die nächste, ja. So. Ich muss hier das ganz schön festhalten übrigens. Achtung, ich bremse schon mal runter. Klar, mag ich am liebsten. Ja, ich muss schnell. Und? Guck doch mal. Fick der Scheiße. Alter, wissen die, was die züchten überhaupt oder was? Keine Ahnung. Meine Fresse. Ich grüße den McChip. Ihr wisst nicht, was ihr züchtet, oder? Seid mal ehrlich.
Aber es ist auffällig, die Drehzahl ist einiges höher. Also wie gesagt, sind fast 500 Umdrehungen mehr. Hui. So, jetzt versuchen wir dann auf der nächsten Seite nochmal eine Messung. Gut, wir sind gleich wieder bei euch. Wir machen jetzt noch eine Messung auf der anderen Straßenseite. Und dann sehen wir uns wieder in Betrieb. Also vielleicht zum Sagen, wir sind am Messen auf Rennstrecke. Kann man ja so einstellen hier. Und ESP ist aus. Ich glaube zwar nicht, dass ESP aus einen großen Unterschied macht. Was man aber allerdings jetzt einiges mehr merkt, ist am Lenkrad. Man muss es einiges mehr festhalten. Ja, nehme ich wunder, was jetzt hier an Leistung rausgekommen ist. Aber wir sehen uns gleich. Tschüss. Läufst du? Na, also ich stehe. Ja, ist klar. Also. Ja, also, sind wir auf Sendung? Ja, hier. Gut, jetzt sind wir schon kurz dabei, um zu schauen, was er original hat. Und ich muss eins dazu sagen, wir haben im dritten gemessen, im dritten Gang gemessen. Und wir haben da ein Problem, weil wir kommen die Leistung, sind wir zu tief. Wir sind zu tief in der Leistung. Wir haben also dreimal gemessen. Ich bin extra nochmal fahren gegangen. Also wir haben zweimal Originalfahrten gemacht und jeweils drei, vier Messungen. Und ich zeige euch das gerade. Wir haben im dritten Gang gemessen. Wir haben mittlerweile auch die Übersetzung bekommen von Ford-Vertretung, von einem Bekannten von uns. Und sind im dritten Gang einfach, Drehmoment erreichen wir das Originale, aber die Leistung nicht. Die Leistung sind wir massiv zu tief. Also ich kann euch das schon mal zeigen hier. Wir sind mit der Originalleistung, das ist eine Messung, kannst du es draufnehmen, sind wir bei 435,1 Newtonmeter. Da sind wir jetzt nicht so weit entfernt davon. Und bei 289,7 PS. Und das im dritten Gang gemessen. Ja? Jetzt, bevor ihr alle aufschreit und das Gefühl habt, wir sind zu blöd zum Messen oder da stimmen wir im Fahrzeug, was nicht. Wir haben zwar noch nicht ganz herausgefunden, warum das so ist, aber wir haben hier zum Beispiel eine Messung gemacht im vierten Gang. Jetzt markiere ich das mal ganz kurz. Wir sind live dabei. Ja. Schauen wir uns an, gerade was du machst. Gut. Und dann muss ich die Vmax noch anheben. So, hier. Also 6,6. Okay, gut. Und wenn wir es im vierten Gang messen, haben wir 454,7 PS und 454,7 Newtonmeter, Entschuldigung, und 332,7 PS. Jetzt ist das natürlich, warum ist das so? Das kann ich euch auch noch nicht genau sagen. Ich schaue mal auf meine Tabelle, ob die Übersetzungsverhältnisse überhaupt stimmen. Ja, die stimmen soweit. Hier könnte man jetzt noch eine kleine Anpassung machen. Wenn man jetzt die Tabelle da nimmt, 4,18. So, mal schauen, was es jetzt gibt. So, wir sind genau am gleichen Ort. Newtonmeter gibt es ein bisschen mehr, wenn wir die genaue Übersetzung nehmen, also nicht über die Drehzahl, sondern wirklich das auf der Tabelle. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Newtonmeter, aber von der Leistung her bleiben wir genau gleich. Also, warum haben wir die Differenz vom dritten zum vierten Gang, kann ich euch nicht sagen. Wir haben also mit Insurik telefoniert. Wir haben wirklich sechs Messungen gemacht und sechsmal die gleichen Werte erhalten. Plus, minus natürlich kleine Schwankungen. Also das kann nicht ein Fehler von uns sein. Wir haben auch die richtigen Durchmesser. Wir haben richtigen Luftdruck, wir haben die richtige Temperatur. Also warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Gut, auf jeden Fall geht es ja aber bei uns ja jetzt um die Differenzleistung. Und da muss ich euch sagen, sind wir also beide überrascht, Frau Wiechert und ich. Also merken wir uns, ich nehme jetzt mal eine andere Messung hier, merken wir uns mal schnell die Messungen, die wir hatten, nochmal schnell einfach zu einer Ausgangslage haben. Weil wir nehmen jetzt nur die Differenz. Ja? Und das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, wie hoch das die Originalleistung ist, sondern es geht ja darum, was wir versprechen an Mehrleistung. So. Wenn ich jetzt hier V-Markierung hier. Wir müssen entschuldigen, wenn der Film ein bisschen länger wird, aber das ist jetzt einfach mal so. Also wir haben jetzt hier wieder eine andere Messung genommen, schaut mal her. Wir haben jetzt bei der Messung 400,
26,3 Newtonmeter. Sieht man das? Und 499,8 PS. 289,8 PS, ja. Gut. Ich würde sagen, weil jetzt nehmen wir nochmal die letzte, die wir gemacht haben hier, dass wir einfach ein bisschen so einen Durchschnittswert haben. Ne, gehen wir noch ein bisschen weiter rauf. Ja, es ist schwierig für dich zum Filmen, ich weiß. So. 6,6. Ja. Hier hätten wir jetzt 435,6 Newtonmeter und 299,9 PS. Ich würde sagen, wir einigen uns auf 285 PS und 400, nehmen wir 435 Newtonmeter, irgend sowas. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ich denke, können wir machen. Passt können wir schon. Machen, oder? Gut. Jetzt gehen wir mal hin und öffnen mal die Leistung danach. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht was soll ich jetzt sagen? Dann schnell ganz kurz die Speichermaschine. Ja, das ist. Es geht ja um die Differenzmessung. Um Differenz, das wollte ich genau sagen. Also nicht, dass alle jetzt aufschreien, das Auto hätte zu wenig Leistung. Diese Aussage möchte ich so nicht stehen lassen. Also, wir machen hier mal, schauen wir uns die erste Messung mal an. Jetzt hier haben wir schon einen Wert drin. So, also wir versprechen ja 60 Newtonmeter mehr Leistung und 35 PS. Richtig? Gut. Also, ausgehend davon, nehmen wir mal jetzt einfach die erste Messung, die wir gemacht haben danach. Und schauen uns das Ganze an. So. Jetzt haben wir hier Übersetzungsverhältnis 5,36. So. Also, schaut es euch an. 502,7 Newtonmeter, sieht man es? Das sind auch ein bisschen mehr als vorher, ha? Genau. Und 342,5 PS. Jetzt schauen wir mal weiter. Schaue ich noch eine Messung an. Nehmen wir mal zum Beispiel. Nehmen wir mal hier. Wir sehen eine Filmanalyse. Gut. Jetzt bei der Messung hätten wir 521,8 Newtonmeter und 343,2 PS. Bekommst du es drauf? Mhm. Gut. Jetzt nehmen wir auch wieder hier einen Durchschnitt, würde ich sagen. Wir nehmen hier einen Durchschnitt von 510 PS. Newton. Newton, ja, Newton. Wir müssen entschuldigen, ich bin im Moment ein bisschen überlastet im Kopf. Also, 510 Newtonmeter und wir hatten ja gesagt, minus 435, oder? Also hätten wir 75 Newtonmeter mehr, 75, jetzt wirklich Durchschnittsgeschichte, oder so, ja genau, 343,2 minus, was haben wir gesagt, 285 PS. Einen bei uns drauf, ja. Ja, gut. Dann hätten wir hier 58,2 PS. Eine ganz krasse Nummer irgendwie. Mehr Leistung. Das heißt, wir versprechen ja 35 und 60. Also ihr seht, wir haben einiges mehr in Leistung und immer jetzt mit der gleichen Voraussetzung, im dritten Gang gemessen, gleiche Anzahl Personen drin und und. Ja, ich würde sagen, das ist also ohne das Fahrzeug, dass es eingefahren ist oder weiß nicht was, ist schon heftig. Ja, finde ich auch. Genau. Jetzt zu eurer Frage noch ganz zuletzt, warum messen wir nicht im vierten Gang? Das ist ganz einfach, weil in der Schweiz herrscht auf der Autobahn 120. Ich sage jetzt mal, bis 140 kann man gehen. Man kann vielleicht auch mal kurzfristig so 145, könnte man. Ist aber dann schon wieder extremst ausweisgefährdet. 900 Franken einmal Fahrverbot. Genau. Wenn wir aber einiges drüber geben, im vierten Gang wählen wir wirklich einiges drüber, dann wird das zu kriminell und das können wir nicht machen. Wäre quasi unsere letzte Messung. Das wäre sicher meine letzte Messung für eine lange Zeit. Und da bitte ich euch einfach um Verständnis, bevor ihr wieder hier Vollheating durchgebt. Habt das Verständnis, wir können das in der Schweiz einfach nicht so machen wie
in Deutschland. Das ist einfach halt so. Aber wir sehen die Differenzmessung. Und es geht ja bei uns immer nur um Differenzen. Es geht nicht darum, um zu sagen, das Fahrzeug hat jetzt zu viel, zu wenig PS oder viel zu viel PS original. Das wäre falsch. Das ist nicht unser Anspruch. Uns geht es wirklich nur darum, wenn er jetzt nur 285 PS hier anzeigt, dann ist es halt so. An was es liegt, kann ich euch nicht sagen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir haben die Aufgabe, mehr Leistung zu machen. Und das haben wir erreicht und das einiges. Gut, ja, ich würde sagen, Kunde wird sich sicher freuen. Vielleicht nicht an den Zahlen, aber an der Mehrleistung, weil man merkt einiges. Also das Ding läuft dann anders. Richtig anders, richtig anders. Und ja, Drehzahl ist natürlich ein bisschen erhöht worden auch. Das merkt man ganz schön. Ja, ich würde sagen, an der Stelle wollen wir nicht groß weiterschnacken, sondern Kopf in den Nacken. Nee, doch, ist Mittag. Ich hoffe, ich bekomme noch ein Fresserchen. Ja, dass hier die Wampe ein bisschen wächst. Und original fahrt man nicht. Denke dran, wenn ihr was braucht, Leistungssteigerungen, Fahrwerke, Bremsen und Autoreinigung und natürlich auch schöne Fahrzeuge zum Kaufen, dann meldet euch bei uns. Der Reto ist raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Die Bär legt auf.